Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Oh yeah, und es gibt natürlich wieder ein paar Änderungen und ach du Kacke, habe ich das eigentlich jetzt vergessen? Irgendwie ist es wieder entstanden, dass sich die Karte verkleinert hat. Nee, es hat sich alles wieder gebessert, alles gut. So, Karte hat sich wieder normalisiert und ich bin im Rätsel auf der Spur jetzt, was mit dieser Rüstung passiert ist. Und zwar kann ich euch das leicht demonstrieren, indem wir zu dieser Rüstung gehen, die wir da hinten schon mal gesehen haben. Und zwar, seltsam, oder? Fehlt dir nicht das letzte Mal ein Arm? Und noch ein Arm und ein Fuß? Und wo ist der Helm hin? Tja, Freunde. Ich habe mal den Speicherstand aus dem Institut neu geladen. Und habe da festgestellt, dass jedes Mal, wenn ich vom Institut komme, dass sich nicht nur diese Powerrüstung wieder aufstellt, nein, diese Powerrüstung verändert sich und das ist wahrscheinlich dasselbe mit der passiert. Weil, wenn wir jetzt hier in die Powerrüstung reingucken, ja, ich kann jetzt reingucken, dann sehen wir hier, okay, dann sehen wir nichts. Hä, warte, uno secondo, warte kurz. Jetzt wirklich meine Rolle lernen. Okay, Vorführeffekt. Bam. Ah, oh, da hast du Zero verkackt. Hä? Diese Rüstung hatte nämlich vorne drauf die Rüstung, die wir Kate gegeben haben. Das heißt, diese Spezialrüstung, die wir geschenkt bekommen haben. Und jetzt ist sie nicht mehr da. Das ist verrückt, Freunde. Ich sag's euch, das ist verrückt. Ich verstehe die Welt hier nicht mehr. Oh, okay, Institut ist auf jeden Fall böse. Glücklicherweise haben wir dann noch unsere X01 Power-Rüstung rumstehen. Und die möchte ich heute auf jeden Fall verändern. Bevor wir jetzt loslegen, ich habe nochmal ein paar neue Mods installiert. Einmal habe ich einen Shader installiert. Könnt ihr den Unterschied sehen? Nein, natürlich nicht, weil ich ihn noch nicht aktiviert habe. So, der Shader sieht so aus. Ich finde, das macht es alles irgendwie ein bisschen cooler. Ein bisschen realistischer und mit dem Shader dazu kam noch etwas anderes und zwar ein Blur-Effekt, der ganz nice ist. Das ist dieser hier. Ist ganz nice, aber ich denke mal, auf die Dauer wird er verdammt nervig sein. Nicht nur, weil hier alles so unscharf ist und ihr wahrscheinlich irgendwann eine Brille deswegen braucht. Nein, die Reflexionen sind immens. Guckt es euch an. Das Ding brennt. Es brennt einfach nur. Und deswegen mache ich den aus. Ja, was sagt ihr dazu? Mit Blur, ohne Blur? Das Ding ist, wenn ich mit dem Blur mal in der Nacht rumlaufe, dann werdet ihr sehen, das Ding hat auch verdammt fette Nachteile. In der Nacht sieht man gar nichts. Aber dafür sind die Lichter schön. So, und ja, ansonsten haben wir hier den Shader. Da sieht man nochmal einen Unterschied. Fallout 4 ist ein bisschen blasser. Und ich finde das tatsächlich ein bisschen schöner, gerade nachts und so weiter. Ich habe jetzt eine ziemliche Tiefenschärfe aktiviert. Ich habe jetzt das Maximum an Tiefenschärfe drin. Und ich finde das nice. Ich finde das nice. Ich habe die Baumstrukturen verändert. Meine Begleiter sehen jetzt alle ein bisschen anders aus. Und bevor wir jetzt weiter quatschen, gehe ich einmal kurz in den TCL-Modus. TCL-Modus, zack. Denn wir holen jetzt mal eine Powerrüstung raus. Und dafür kann ich sie auch bewegen, ne? Brauche ich mir alles. Ich habe Piper verändert. Ich habe Kate verändert. Das ist mir verdammt bekannt vor. Ich habe Valentine leicht verändert. Habe ich noch gemacht. Ja, leichte Veränderung an Dance. Hieß der Dance? Der Dance? Dance? Ich glaube, der hieß Dance, ne? Mein Power-Rüstungskollege. Und ja, die Shops sehen alle ein bisschen besser aus. Und einige Mods für morgen habe ich auch noch installiert, die wir dann ein bisschen besser aufstellen können. Valentine sieht jetzt nicht großartig anders aus. Die Texturen im Gesicht haben sich nur verändert. Er sieht jetzt halt ein bisschen, ja, rustikaler aus, sagen wir es mal so. Gut, als allererstes müssen wir natürlich unsere Kate finden, wo auch immer sie gerade steckt. Oh, Katie. Katie, Katie, Katie. Komm her, put, 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 put. Ich hab ganz viele Schläge für dich, da stehst du doch drauf. Hm.
Warum haben wir das jetzt immer gefunden? Hier unten, ne? Das ganze Rumgelaufe macht mich müde. Ah, ich kann dich hören. Mäuschen, sag mal Piep. Da bist du ja. Draußen wird's dunkel. Vielleicht sollten wir uns einen Platz zum Schlafen suchen. Seht ihr mal den Unterschied? Ist alles ein bisschen blasser. Bereit, wieder aufzubrechen? Das ist Kate, unsere liebe Kate. Bereit. Gut, dann mal los. Sie sieht ein bisschen anders aus. Eine Sache kann ich euch zeigen. Dafür muss ich allerdings speichern, weil das das Spiel ziemlich zerstört. So, und zwar... speichern. Wir gehen mal in diese wunderschöne, leicht kaputte Rüstung. Ganz genau. Nichts ist befriedigender als eine Frag mich nicht. Waffe. Wir haben die Rüstung an, aber wir haben sie auch nicht an. Ihr seht, ich habe überhaupt keinen Hut. Ich habe keinen Hut. Fragt mich nicht, wieso. Es ist ganz seltsam. Es hat mit einer bestimmten Mod zu tun. Und wenn ich jetzt versuche, in diese Rüstung reinzugehen, dann habe ich zwei Rüstungen an. Nein, das ist noch nicht alles, Freunde. Das ist noch nicht alles. Ah, jetzt geht es plötzlich nicht mehr. Ich konnte nämlich noch in die anderen Rüstungen reinschlüpfen. Das war ein bisschen verzwickt. Muss ich nicht verstehen. Da, jetzt geht's plötzlich. Okay, ich habe alles kaputt gemacht. Oh Mann, Leute. Es ist seltsam. Ich habe höchstwahrscheinlich die höchste Resistenz von allen. Ich bin jetzt quasi wandelnder Tank. Mir kann nichts passieren, denke ich mal. Ach, und ich kann nicht in mein Pip-Boy gehen. Das ist auch noch so eine Sache. So. Währenddessen ich anscheinend den die Power-Rüstung anhabe, will er auf sein Pip-Boy gucken, aber er ist natürlich nicht da. So, jetzt gehen wir nochmal in diese rein. Jetzt haben wir auch einen Pip-Boy zur Verfügung. Und, Werte. 1160 Verteidigung. Ja. Es ist verdammt crazy, da habt ihr recht. So, der Mod-Auslöser, den will ich euch natürlich auch zeigen. Ich steig mal hier aus. Ich kann natürlich jetzt nicht laufen, weil ich die Sachen ja immer noch anhabe. So, laden. Ich weiß noch nicht, wie man diesen Fehler umgehen kann. Es gibt anscheinend einen Weg, wie man das umgehen kann, weil ihr habt ja gesehen, ich kann ja anscheinend doch in Power-Rüstung einsteigen, ohne dass dieser Fehler kommt. Aber wenn wir... was? Wenn wir ganz ehrlich sind, wie oft benutze ich eine Power-Rüstung? Einmal im Jahr? Für was? Für nix. Naja. Ich trinke mal einen kurzen Schluck, ja? So. Irgendwie war ich tot. Jedenfalls... glaube ich, dass wir in die Third Person gehen können und damit quasi den Einstieg machen können. Ja, dann geht es. Das ganze Rumgelaufen macht mich müde. So, das ist jetzt unsere X hast du nicht gesehen Rüstung. Die werden wir jetzt mal kurz modifizieren ein bisschen. Indem ich hier erstmal aussteige. Ja, ich steige jetzt schneller aus und ein, das ist auch eine Mod. So, und dann versuchen wir mal hier reinzugehen ohne diesen Fehler. Ah, wunderschön. Ich zeige euch gleich noch die Mod. Keine Sorge. Erstmal muss diese Rüstung hier weg. Hätte ich eigentlich auch so machen können, ne? So, und ihr seht auch, die Power-Rüstung hängen jetzt nicht mehr runter. Sondern die stehen so erhaben da. Guckt euch an, wie er böse aussieht mit dem Shader. Scheiße? Nee, achso, das ist der Blur-Effekt. Das ist immer der Blur-Effekt, wenn man irgendwo da dran steht oder sich quasi selber anzoomt im Licht. Sieht das alles ganz gut aus. Weil du bist halt scharf und alles hinter dir ist unscharf. Aber ich halt, ja. Und so nochmal das Spiel. Ohne Shader.
Seht ihr, die ganzen Kanten sind geschärft. Finde ich nice. So, ich wollte euch die Mod zeigen. Oder was sie bewirkt, besser gesagt. Wir gehen mal zur Waffenbank. Und schnappen uns etwas Bestimmtes an Kleidung. Was haben wir denn hier so Schönes? Ich glaube, am besten kann ich es euch demonstrieren mit den Hazmat-Suit. Okay. Dann gehe ich mal in mein Inventar. Kleidung, Hazmat-Suit. So. War das der Hazmat-Suit? Das war nicht der Hazmat-Suit. Ich bin überladen. Ich denke, es lohnt sich, das zu bauen. Ich will's aber nicht bauen, Kate. Ich will's nicht bauen. Ich habe mich nur verklickt. Würdest du bitte da rausgehen? Dankeschön. Aber theoretisch ging das auch mit dem. Ich muss es noch irgendwie besser zeigen können. Das ist alles auf Englisch. Frag mich nicht. Wo haben wir denn was Schickes hier? Silver Shroud Rüstung, damit kann ich es euch zeigen. Die Silver Shroud Rüstung ist ja eigentlich eine Rüstung, die man komplett anzieht. Jetzt können wir sie unter unsere Sachen anziehen. Das heißt, die Rüstungsteile, die wir haben, die gehen jetzt auf die Kleidung drauf. Normalerweise ist das nicht möglich. In diesem Falle jetzt schon, wegen der Mod. Das heißt, ich kann jetzt auch easy einen schicken Anzug anziehen und mich dann einen Keks freuen. Was ich auch höchstwahrscheinlich machen werde. Hazmat Suit. Das ist auf Englisch. Keine Ahnung. Oder hier. Den könnte ich auch anziehen. Da drauf ist dann meine Rüstung. Ich finde das nice. Gut, auf dieser Rüstung sieht das jetzt nicht so nice aus. Aber ansonsten ist das recht nice. Kann ich auch den Torso anziehen? Nein. So, das dazu. Wie gesagt, ein paar Mods installiert. Ganz bequem, ganz easy. So, Kleidung. Ich möchte gerne einen schicken Anzug anhaben. Und natürlich auch eine schicke Mütze. Was haben wir denn hier so Schönes? Raider. Smoking, Freunde. Smoking, Alter. Ja. Yeah. Please say. Smoking. Und der Hut. Wo ist der Hut? Hut? Hut, Hut? Hat den Hut so mitgenommen, oder? Würde ich schwören. War das das Ding? Ja. Freunde, jetzt bin ich piekfein eingerichtet. Und hab da drüber Rüstung an. Wie so ein echter Pro. Wirklich, wie cool das aussieht. So werde ich jetzt rumlaufen, Alter. So werde ich jetzt rumlaufen. Ich bin ein echter Gentleman-Killer. Aber ich muss erstmal mein Inventar entleeren, glaube ich. So, Waffen. Kryogranate werfen wir mal weg. Sturmgewehr kann weg. Was habe ich denn so Schweres an mir? Wieso habe ich den jetzt in meinem Inventar? Verstehe ich nicht. Naja, egal. Habe ich die mitgenommen? Keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung. Wieso habe ich so dermaßen Übergewicht? Also. Schrott. So. Genau. Da gibt es eigentlich noch was anderes zu zeigen. Solange es dunkel ist, ist das perfekt. Ich will ehrlich gesagt nicht runterspringen. Ich muss heute im Livestream unbedingt mein Fahrstuhl bauen. Ganz, ganz dringend. Komme ich darauf nicht klar. Ja? So, das Ding kriege ich da immer noch nicht weg. Das schwebt fröhlich vor sich hin, aber wir werden das irgendwie, werden wir das überdecken, Leute. Es geht mir nämlich auf die Nüsse. So, wir gehen hier mal zu unserem alten Bereich. Und da sehen wir, die Wackelpuppe leuchten. Jetzt kann ich sie besser sehen. Und die Comics sind auch besser zu sehen. Extra für mich.
Extra für den YouTuber von heute, der nicht drauf klarkommt, gleichzeitig zu reden und Comics zu sehen. Yay. Ich glaube, ich stehe in dem Haus. So, dann wollen wir doch mal weitermachen. Falls mir noch einfällt, was ich noch für Mods installiert habe, sage ich euch Bescheid. Ich habe ein halbes Dutzend installiert, vielleicht sogar ein Dutzend. Ich weiß es gar nicht. Triff dich mit dem Runner. Bring die Samen zu Roger. Wir machen zuerst das hier, ne? Komm, ganz entspannt. Gucken wir uns mal, was der neue Shader so drauf hat. Zudem macht der Shader auch, dass das hier nicht mehr so gut zu sehen ist. So. Gut, Warwick. Du hast diesen Ort noch nicht entdeckt. Schade. Bin ich beim Zeppelin? Ist das nicht der Zeppelin? Was ist denn das? Das ist der Zeppelin. Oh oh. Zeppelinen. Die Burg. War doch überhalb der Burg, ne? Fort Strong. Ach, da ist der Zeppelin, tatsächlich. Was ist dann das hier unten? Was ist denn das? Wir werden es heute erfahren. Was ist das für ein Punkt? Keine Ahnung. Wir werden heute so einiges erfahren, Alter. Woo! Fragen über Fragen, die wir noch lange nicht klären können. Und ich habe überlegt, ich werde des Öfteren wohl jetzt noch ein paar Streams zum Baumodus machen, weil wir kommen nicht voran. Wir machen einmal in der Woche 2 Stunden und das reicht nicht. Bis zum was? Ja, ich gebe jetzt Kate keine Rüstung mehr, weil... Weiß nicht, bringt mir nichts. Ja, ja, du machst das. Ja, gut, 3 Granaten! Deshalb legt man sich nicht mit den Gunnern an. Erstmal die Küchenform geklaut, Alter. Was wollt ihr jetzt machen? Jetzt könnt ihr keinen Kuchen mehr backen, Alter. So, ich hau ab hier. So, wir schleichen uns mal. Einfach mal hier im Corporal. Was ist denn los? Was ist das? Oh. Mich ja nicht verarschen, Alter. Komm raus da. Komm her! Jetzt. Ja, ich komme her. Ich gehe zu euch. Ich mache euch da oben kaputt, Alter. Wo seid ihr? Ey, nicht wer. Ich bin noch nicht da. Ihr sollt auf mich. Warte doch, bis ich oben bin. Danke. Noch mehr Corporals? Hier wimmelt's hier von denen. Wir waren schon lange nicht mehr im Watz-Modus, so doch, ich aktiviere ihn mal wieder. Geht doch. Und die Karotte klaue ich dir auch noch. Bist du ein Gegner gewesen? Scheiße, ich treffe ihn nicht. Wieso laufen hier so viele Corporals durch die Gegend? Haben wir jetzt nur noch diese starken Gegner vor uns? Hör auf, Granaten zu werfen! Au, oh, du bist gar nicht Kate. Du sagst was wie Kate. Oh yeah. Oh yeah. Oh. Eine Powerfaust, nicht schlecht. Ich glaube, die ist was wert, ne? Was ist denn hier los? Könnt ihr mal aufhören? Oh Gott! Okay. Das ist doch kacke. Das ist doch echt kacke. So, Loop des Todes. Frag mich nicht, wieso ich überhaupt erwischt worden bin. Ich hab keine Ahnung. Hilfsmittel, Jet. Schadenresistenz. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ne, Schaden, Alter. Schön. Auf mich zu schlagen! Das war nicht der Deal! Oh Gott, ich mach keinen Schaden mehr. Der heilt sich! Die Sau heilt sich! Wie geht denn das? Oh Gott! Wer ist Tessa? Wer zum Teufel ist Tessa? Oh Gott, was ist denn hier los? Der legendäre Runner ist einfach wieder voll geheilt! Willst du mich verarschen? Okay, wir müssen hier weg.
Ich weiß nicht, wo Kate ist, aber wir müssen hier weg. Ganz ehrlich. Das ist mir eine Nummer zu heiß. Ich hab keine Ahnung, wer Tessa ist, aber... Die haut schon gut rein. Weißt du was? Nee. Nein! Nein, ich hab da echt keinen Bock mehr drauf. Ich hab da echt keinen Bock mehr drauf. Wo bist du? Ich will nicht mehr unsichtbar werden. Ich sehe auch gar nichts in dem Nebel, ne? Glaube ich auch getroffen. Ich muss mein Nachtvisier loswerden. Das bringt gar nichts. Tessa, meine Liebe. Oh Gott, sie kommen! Wenn ich dich erwische, bist du tot. Seh sie nicht. Ich glaube, ich habe sie getroffen. Es sind einfach zwei legendäre Raider. Mann, ich hoffe, auf dich ist dein Kopfgeld ausgesetzt. Scheiße, Mann. Wieso bin ich schon wieder unsichtbar? Dinge, die die Welt nicht versteht, ey. Hoppla. Selbst hier habe ich Night Vision. Ich bin so dämlich. Ja, dann macht das, aber vorsichtig. Vorsichtig immer auf den Kopf. So, schön kritischen rein. Der Typ ist weg. Clint? Wer ist denn jetzt schon wieder Clint? Was ist denn hier los? Ganz ehrlich. Wie ist Clint? Hier geht voll die Party ab. Ich speichere kurz ab. Okay, wir gehen gleich zurück. Oh, ich wechsle diese Night Vision aus. Das geht gar nicht. Und bei diesem Nebel. Verzieh dich, Nebel. Ach, so ein Typ in der Power-Rüstung. Apropos Power-Rüstung. Reduziert ab Auktionspunkte. AP. Ich sag jetzt einfach AP. 75% schnellere Bewegung beim Zielen. Nein? Hast du was Brauchbares gefunden? Ja, ist auf Englisch. Keine Ahnung, wieso. Irgendeine Mod hat die ganzen Dateien anscheinend überschrieben, aber egal. Ist halb so wild. Ah, dieser Nebel. Tessas Faust. Vierfache Robustheit. Heilige Scheiße. Ups. Oh, Rüstung, okay. Weiß ich Bescheid. Dieser Nebel. Dreh durch. Ja, den werde ich im Leben nicht treffen können. Guckt euch das an, meine Night Vision. Okay. Okay, Night Vision. Du hast es nicht anders gewollt. Ich nehme dich da jetzt raus. Es reicht. Du hast genug Night Visions. So. Weg mit dir, ganz ehrlich. Was? Feinde in der Nähe? Das ist unmöglich. Sieht mir fast nach einer Falle aus. Na gut, wir haben einen Raketenwerfer geschenkt bekommen, aber wo ist der Auslöser? Zum Glück bin ich geschlichen. Ah. Du kommst natürlich nicht ran, ne? Aber im Schleichen kann mir nichts passieren. Da bin ich immun gegen Fallen, ihr Idioten. Hätten die das gewusst, du. Dann hätten sie nicht aufgestellt, weil das hier ist jetzt mal Free Stuff für mich. So, kann ich jetzt schnell reisen? Wäre das möglich?
Jedoch, dass der Nebel verschwindet. Das ist doch der Nebel, oder? Ja, das ist Nebel. Und so wird der Nebel noch nebliger. Aber man muss sagen, die Konturen passen sich so besser an durch die Schärfe und alles. Naja. Heili. Nummer, ey. Wir kennen ja gar nichts drin. Hätte ich doch nur eine Haarklammer. Ist nicht wahr, die habe ich abgelegt. Okay, so, kann ich jetzt schnell reisen? Das wäre echt cool. Ich kann diese Night Vision nicht mehr ertragen. Die ist kacke. Ja. Gott sei Dank. Okay, wir haben da oben noch einen Typen, den wir unbedingt fertig machen müssen. Und selbst wenn er später eine Quest ist, dann ist er schon mal tot. Und wir müssen uns nicht drum kümmern. Und so einfach. So. Da fällt mir noch eins zur Mod ein. Ich habe jetzt, Tut mir leid, ich wäre gerade keine gute Gesellschaft. Ich habe jetzt eine Mod auch noch installiert, die mir es erlaubt, quasi verschiedene Sachen herzustellen. Warte, ich kann das gerade schwer erklären. Wir müssen auf Decorations gehen. Waren das Bodenplatten? Achso, Teppiche haben wir übrigens jetzt auch. Nicht viel, aber es ist ein bisschen was, ne? Wo war das? Gut, das erkläre ich euch ein anderes Mal. Statuen haben wir natürlich auch jetzt. Was war das denn? Unter Sonstiges. Ich glaube jedenfalls, es war unter Sonstiges. Gott, ich habe viel zu viele Sachen unter Sonstiges. Bushaltestellen. Steine. Nee, es war hier nicht. Irgendwo war das unter Sonstiges. Möbel. Da. Diese Matten bewirken, dass die Siedler, wenn sie nichts zu tun haben, auf diesen, ja, unsichtbaren Matten quasi Dinge machen, wie zum Beispiel jetzt momentan im Stehen Nudel essen. Dann Flor irgendwas. Auf dem Boden doof rumsitzen. Und so weiter und so fort. Das kann ich überall verteilen. Gibt auch einige nützliche Sachen oder jedenfalls nette Sachen, wie zum Beispiel, dass sie um ein Lagerfeuer stehen und sich die Hände wärmen und so eine Geschichten. Das habe ich auch neu gemacht. Aber lasst uns doch erstmal Night Vision entfernen. Rüstungswerkbank. Waffenwerkbank. So. Und zwar Wächter des Aufsehers. Scheiß auf Nachtvisier, ganz ehrlich. Dann lieber so ein Aufklärungsding, komm. Dann hatten wir auf den Perversitierer. Auch ein Nachtsicht-Scheiß-Ding. Kein Schwein braucht. So, Aufklärung. Ganz ehrlich. Irgendwann reicht es. Irgendwann reicht es einfach. Die Unsichtbarkeit hat mich genervt. Das hat mich genervt. Und jetzt haben wir uns befreit. Wir haben uns einfach befreit von all dem. Dann gehen wir zurück und müssen auf jeden Fall noch einen Typen töten. Und der wird das höchstwahrscheinlich sein. Der gute Herr. Wie ist der? Quincy? Ich hab keine Ahnung. Aber seine Powerrüstung wird mir gehören. Falls sie nicht verschwinden wird. Wie alle anderen, wenn ich ins Institut gehe. Davor habe ich ein bisschen Angst, dass wenn ich zurück ins Institut gehe, dass sich da alles wieder verändert. Ich kann den ganzen Tag warten, bis du dich zeigst. Hast du das gesehen? Gut. Kann das hier mal aufhören, neblig zu werden? Scheiße! Ich komme gerade erst in. Ist das standardmäßig hier so neblig?
Ist das möglich? Wir sind doch hier gerade erst aus dem Nebel rausgegangen. Baker? Wo bist du denn jetzt schon wieder? Ist nicht dein Ernst. Hörst du das? Er hat keine Waffe mehr. War da überhaupt ein böser Typ? Ich hätte schwören können, dass wir verfolgt werden. Ich hoffe, du warst böse, Typ. Zeit für etwas Spaß. Ja, ich meine, wenn er mit den Gunnern zusammenarbeitet, ist er höchstwahrscheinlich böse. Stand da gerade Kate ist gefallen? Oder jetzt geht's hier aber ab, ey. Jetzt geht's hier aber ab. Bist du Kate? Achso, Kate hat das gefallen. Dass ich die Gunner fertig gemacht habe. Okay, ich verstehe. Was ist denn hier los? Mein Visier ist, glaube ich, ein bisschen zu groß. Ist das, kann das sein? Ich habe so das Gefühl, das Visier ist ein bisschen groß. Aber es tut halt seinen Zweck, ne? Zahltag. Aber nett waren die bestimmt nicht, ne? Nein. Das glaube ich nicht. Dann wollen wir doch mal ein paar Leute aufhalten. Weißt du, was mich gerade traurig stimmt? Wir sind morgen im Stream. Oder heute im Stream, besser gesagt. Das heißt, wenn ich hier abspeichere, muss ich wieder zurückkommen. Und kann das jetzt nicht zu Ende bringen. Es sei denn, ich nehme einfach noch eine Folge für Sonntag auf. Weil es wird nichts bringen, wenn ich jetzt schon abhaue. Dann bin ich jetzt auch nicht mehr traurig. Ich nehme gleich noch eine Runde spielen, Alter. Ja. Ich glaube, ich bin süchtig nach Fallout 4. Na gut, nach meinen 50.000 Bots, die ich installiert habe, könnte man der Annahme auf jeden Fall entgegengeben. Ist da noch irgendwas? Na also. Was für ein Schloss. Das ist ein verdammtes Loch in der Mauer. Was für ein Schloss? Also. Jo, die Radioaktivität dreht heute mal wieder richtig durch. Ich will aufs Dach. Oh, ich bin gekillt. Hab ich wieder oben gekillt? Also wir waren circa... Hey. Hier. Scheiße, du versteckst dich vor mir, du bist tot. Was, ein normaler Raider? Geh nach Hause, ey. Wenn ich du bist dich nichts wert. Du weißt, wie man ein Mädchen verwöhnt. Genau. Indem man ihr eine Kugel in den Kopf schießt. Ihr hat's wahrscheinlich gefallen. Dir auch. Außerdem, ich bin halb tot. Ich gebe viel zu viele Stimpacks aus. Wo ist meine Geiz hin? Wo ist mein Geiz hin, die ich immer hatte? Da. Geh das hier ab, okay. Der war auf der Kirche drauf, da hinten. Wie komme ich auf die Kirche? Ich hoffe, das war ein Böser. Inständig, das war ein Böser. Vielleicht hätte ich nicht sofort abballern sollen. Flint. Jetzt kann ich dich endlich sehen. Was zum... Wer? So, dich muss ich auch noch besuchen. Wobei, eventuell kann ich das einfach alles in die heutige Folge quetschen. Also, Leute, das Visier, das passt gar nicht, ey. Oh, eine Powerrüstungsstation. Genug gebetet für heute. Ja, der war definitiv böse. Drei auf einen Haufen? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Sind die alle auf dem Dach? Ich glaube, die sind alle auf dem Dach. Wie komme ich auch aufs Dach? Oh, das ist nur wieder. Sturges Terminal? Kennen wir den Typen nicht? Habe ein neues Projekt.
Ich habe vorhin ein paar Freunde in der Atom-Cats-Werkstatt besucht und die haben mir ein paar günstige Powerrüstungen angeboten. Ziemlich mitgenommen, doch die bekomme ich wieder hin. Wir mussten aber eine hierher zurückschleifen, weil sie nicht startet. Nicht mal mit einem neuen Fusionskern. Ich muss mich noch mit Fenton für seine Hilfe bedanken. Vielleicht zahle ich seine offenen Rechnungen im Hole in the Wall. Naja, vielleicht ein Teil davon. Okay, so wissen wir wenigstens, wie sie an die Powerrüstung gekommen sind. 3 Stück. Wo ist der dritte? Mama Murphys Vision. Mir gefällt das nicht. Mama Murphy hockt in ihrem Zimmer, seit der Händler vorbeigekommen ist. Sie hat einen dicken Vorrat an Shams und als ich nach ihr sehen wollte, hat sie wieder vom dritten Auge erzählt. Sie meinte, sie hätte gesehen, wie die Stadt umzingelt und dann überrannt werden würde. Unsere Leute tot auf der Straße oder gefangen. Es klingt verrückt, aber sie hatte auch früher schon öfter recht. Und wir haben Jackson überreden können, die Minutemen zu rufen. Ich hoffe nur, dass es nicht zu spät ist. Oh, anscheinend schon. Sturgis! Oh, das ist der... Das ist der Mechaniker bei uns, Leute. Hier kamen die her. Und sind dann später losgezogen, die Minutemen. Colonel? Hollis kam gestern mit dem Minutemen angerollt. Und zwar keine Sekunde zu früh. Hat die Gunner von hinten erledigt und sie zu den Hügeln getrieben. Marcy hat einen Aufstand gemacht, weil so wenige da waren. Aber der Colonel hat uns versichert, dass noch weitere kommen werden. Unterdessen hat Preston mir und Sloan geholfen, die Mauern zu verstärken. Schade, dass die Powerrüstung wieder im Eimer ist. Wäre auf jeden Fall hilfreich, um die ganzen Krempel zu tragen. Baker hier. Sergeant Baker hier. Anscheinend funktioniert dieses Terminal noch. Dieser Schrauber hat hier ja eine nette Einrichtung. Ich bin beeindruckt, wie gut Clints Plan funktioniert hat. Oder sollte ich Leutnant Clint sagen? Nachdem er die Unterstützung erledigt hatte, konnten wir direkt auf den Highway stürmen, im Schutz der Dunkelheit. Und dank des Höhenvorteils hatten wir in weniger als einer Stunde alles im Griff. Eine Gruppe konnte aber entkommen. Hätte der Leutnant nicht einen Trupp hinterhergeschickt, wäre Tessa wohl ausgeschert und hätte es alleine erledigt. Wenn wir die Powerrüstung reparieren können, wird sie sich vielleicht auch wieder abregen. So. Also sie wurden doch noch erwischt. Ja, du weißt. Sie haben sie doch noch erwischt, logischerweise, sonst hätten wir sie nicht getroffen. Die Truppe, die wir gesehen haben, das war die Truppe, die hinter denen her war. So. Die Leute haben 2 Powerrüstungen und 1 Powerrüstung war, glaube ich, sogar die am Anfang, die wir gesehen haben. Die wir eingesammelt haben, quasi. Sorry. Kate, ich habe hier ein paar Mal einen Kopf geschossen. Macht dir nichts aus, oder? Hast du sowieso nicht mehr alle. Wir müssen uns hier gleich noch ein bisschen mehr umschauen. Wegen Clint und so. Hey, was? Hey, wo? Hä? Beruhig dich doch mal. Ja, hast du es jetzt langsam oder was? Nein, er hat es geschafft. Dreck. Einfach Dreck. Na gut, Freunde, ich werd jetzt einfach noch eine Folge aufnehmen für den Sonntag. Und dann wird das schon passen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Haut rein, euer Vero. Tschüss.